Hallo und willkommen zu einem neuen Review. Heute möchte ich euch vorstellen den interaktiven Spieleroboter 2XL oder auch, wie er sich selber nennt, den intelligentesten Spieleroboter der Welt. Okay. Ich fange einfach erstmal mit seinem Design an. Also, was haben wir hier? Einen kleinen Spieleroboter. Hier haben wir seinen Mund, seine Augen, die, wenn ich gleich mit ihm spiele, auch leuchten werden, etc. Das sehen wir gleich. Hier oben haben wir einen Tragegriff, man kann ihn halt rumtragen. Hier ein Lautsprecher, drei Tasten, Stopp, Reverse, also für rückwärts und Play. Dann hier eben 2XL ist halt von der Firma MB Spiele. Oder die haben einfach ihren Stempel drauf gemacht, MB Spiele. Wenn man es aufmacht, sieht man, hier drin versteckt sich eine Kassette. Und zwar sind das sogenannte Programmkassetten. Diese Programmkassette heißt jetzt die Welt des 2XL und das ist die Kassette, die bei war. Das ist halt das erste Programm, was bei war. Dann weiter. Hier haben wir vier Tasten. Die roten, das rote Ziffern. Ich hoffe, ihr könnt es so häufig sehen. 1, 2, 3 und 4. Dann ja, nein. Richtig, falsch. Frage A, B und C. Wie gesagt, er sagt immer drück ja oder drück 1, drück etc. Und dann muss man immer halt die Tasten drücken. Das Ganze läuft bei mir jetzt über ein Trafo. Man kann ihn mit Batterien betreiben. Hier kann man die Lautstärke einstellen. Man kann ihn noch als normalen Kassettenspieler benutzen für Musikkassetten, Hörspiel etc. Man kann Kopfhörer reinstecken. Hier hinten kann man weitere Kassetten verstauen, also ein Staufach. Hier nochmal von hinten. So, jetzt weiß ich nicht, habe ich das schon hier unten. Er ist von dem Jahre aus dem Jahre 1992 von Tiger Electronic Inc. Dann 4D Batterien, bla, und made in China und halt mit Patentnummer etc. So, das erstmal dazu. So, dann habe ich noch ein paar andere Programmkassetten. Ich habe noch Abenteuer Weltall, Das glaubt kein Mensch, und Schabernack und Spielereien. Dann habe ich noch in dieser hübschen Hülle, also extra diese Hülle mal aufgehoben. Hier sieht man dann eben 2XL Audio-Programmkassette. Hat 3D-Mark gekostet. Mit Programmkassette für stundenlang interaktiven Spaß, finde ich, passt. Wenn man umdreht, hier ein paar Fragen, und wenn man sieht, ist eigentlich die Hülle von Schabernack und Spielereien. Es gab halt noch dann mehrere Hüllen, mehrere Spiele, wie halt mehrere Programme wie die Welt der Tiere, Abenteuer, Weltall, Sensation, Weltrekorde, dann eben MB-Spiele, und diese Kassette jetzt direkt eben Spiele Schabernack ist von 93. Also ist ein bisschen neuer. So, wenn es nach mir geht, würde ich einen zweiten Teil machen. Würde mich freuen, wenn ihr wollt. Ansonsten lasse ich es bei einem Teil. Weil ich würde gerne noch die anderen Kassetten wenigstens mal anspielen wollen für euch. Wie gesagt, er hat eben andere Fragen immer in den Kassetten, andere Stimmen manchmal, Stimmlagen, auch, sag ich mal, Stimmung ist ein bisschen manchmal anders. Aber ich schaffe es jetzt gerade jetzt nur ein bisschen was anzuspielen. Ich dachte, ich lasse ihn sich selber jetzt vorstellen. Das macht er halt in dieser im Startprogramm, also Standardkassette. Er wird sich kurz vorstellen. Ich werde versuchen, die Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Auch richtig. Wenn man halt die Fragen richtig oder falsch beantwortet, das entscheidet, wie die nächste Frage ist. Ist sie leichter oder schwerer, oder wenn man ganz schlecht ist, dann versucht er ihn zu trösten, etc. Er erzählt Witze jetzt auf der ersten Kassette. Ihr dürft nicht vergessen, ist von 1992, ist für jüngeres Publikum, ja, nur zu den Witzen, ich wollte euch schon mal warnen. Dann machen wir mal Play. So, wir brauchen ein klein bisschen Vorlauf. Wie gesagt, das sind Kassetten. Hier. Aber schon geht's los. Nehmt hier laut leise stellen. Danke, dass du mich eingeschaltet hast. Bitte, den Rest lass ich Ihnen erklären. Ich bin 2XL, der intelligenteste Spielzeugroboter der Welt. Und wenn du mir nicht glaubst, komm einfach ein bisschen näher heran und ich werde versuchen, es dir zu beweisen. In diesem Programm
mache ich die meiste Arbeit. Das Einzige, was du tun musst, ist meinen Anweisungen genau zu folgen und die Knöpfe erst zu drücken, nachdem ich jetzt gesagt habe. Bevor wir anfangen, würde ich dir gerne eine Frage stellen. Hast du mich schon einmal bedient? Siehst du meine Ja- und Nein-Knöpfe? Wenn es das erste Mal ist, drücke Ja. Wenn es nicht das erste Mal ist, drücke Nein. Bitte drücke Ja oder Nein jetzt. Ich sage jetzt einfach, es ist das erste Mal, damit er sich noch mal ein bisschen weiter vorstellt. Nachdem du mit Ja geantwortet hast, möchte ich dir sagen, dass es mich freut, dich kennenzulernen. Sicherlich werden wir gute Freunde. Nun möchte ich dich mit 5 Anweisungen vertraut machen, die dir beim Bedienen dieses Roboters helfen sollen. Erstens, drücke nur meine Knöpfe, wenn ich das Wort jetzt sage. Nur dann darfst du meine Tasten drücken. Zweitens, folge mit großer Vorsicht meinen Anweisungen und drücke nur die Tasten, die ich dir zur Auswahl stelle. Wenn ich richtig oder falsch sage, drücke nur die richtig oder falsch Tasten. Wenn ich sage, drücke A, B oder C, dann drücke nur die Knöpfe A, B oder C. Drittens, falls du mehr Zeit zum Beantworten meiner Fragen brauchst, darfst du mich natürlich jederzeit während meiner Computergeräusche abschalten. Viertens, du kannst auch andere Geschichten und Musikkassetten bei mir abspielen. Fünftens, nun möchte ich natürlich nicht vergessen, dir noch viel Spaß zu wünschen und pass gut auf deinen Spielzeugroboter 2XL auf. Denn ich bin mir sicher, dass du noch sehr lange mit ihm spielen möchtest. Nun habe ich noch einen kleinen Witz für dich. Übrigens, kennst du den Unterschied zwischen einem Krokodil und Erdnussbutter? Was? Du weißt nicht, was der Unterschied ist? Na, dann werde ich dich nie zum Essen abholen schicken. Also, nun fangen wir an. Ich werde die Fragen 1, 2 und 3 über Tiere und Insekten stellen. Und wenn du alle 3 Fragen richtig beantwortet hast, so wird meine Datenbank das natürlich wissen und dir als extra Belohnung gleich 2 lustige Witze geben. Okay, nun kommt Frage 1. Welches ist das einzige Tier, das nicht springen kann? A. Rhinoceros. B. Elefant. Oder C. Waschbär. Mit deinem Zeigefinger drücke A, B oder C jetzt. Ich sage jetzt B, Elefant. Vielleicht war Albert Einstein ein Verwandter von dir. Du hast B geantwortet und das ist richtig. Der Elefant ist tatsächlich das einzige Tier der Welt, das nicht springen kann. Nachdem du bei Frage 1 so gut warst, werde ich Frage 2 etwas schwieriger gestalten. Hier ist also eine schwierigere Frage für dich. Welches war das erste Tier, das der Mensch zum Arbeiten benutzte? A. Das Pferd. B. Den Dinosaurier. Oder C. Das Rentier. Bitte drücke A, B oder C jetzt. Da würde ich einfach mal Rentier sagen. Es ist fast unmöglich, dass dein Gehirn in deinen Kopf passt. Du hast recht. Rentiere waren die ersten Tiere, die der Mensch als Arbeitstiere benutzte. Frage Nummer 3. Richtig oder falsch? Es ist besser für alle Menschen, wenn alle Insekten der Welt sterben würden. Bitte antworte mit richtig oder falsch jetzt. Wäre natürlich Schwachsinn, weil ohne Insekten wäre ein bisschen schlecht. Dein Gehirn muss man loben. Falsch ist korrekt. Du hast recht. Du musst nämlich verstehen, wenn alle Insekten sterben würden, dann würden auch alle anderen Tiere sterben. Und stürben alle Pflanzen und Tiere, dann würden auch alle Menschen sterben. Denk daran, wenn du das nächste Mal eine Fliege erschlägst. Warte einen Moment, während ich meine Datenbanken überprüfe. Unternimm nichts. So, ich stoppe jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und falls ihr wissen wollt, was für tolle Witze wir uns jetzt erspielt haben, ja, dann müsst ihr einen zweiten Teil machen. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem kleinen Roboter. Ich sag tschüss und bis dann.